Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück bei Dismantle. Gleich vorab, den einen oder anderen wird eventuell auffallen, dass sich Dinge verändert haben werden können. Und zwar ist es einerseits so, dass ich glaube, mit der Aufnahme war was schief gelaufen. Ich bin mir unsicher, was genau passiert ist, weil es ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Und wir waren gestorben gewesen vom Turret, das hat uns erledigt gehabt und wir wurden sehr weit weg teleportiert. Genau, wir sind nicht hier am Lagerfeuer gespawnt, sondern bei unserer Heimatbase. Und deswegen bin ich dann hergegangen und habe offscreen den Weg hierher zurückgemacht. Und habe uns schon mal ein bisschen so den Weg gebahnt. So ganz, also ihr habt nichts verpasst. Oder nicht viel. Ja, eigentlich habt ihr nichts verpasst. Und jedenfalls machen wir uns jetzt gleich auf zum Zentrum. An den Sentries vorbei. Damit wir dann den Vorschlaghammer kriegen. Weil der wird essentiell werden. Sondern wir, wie immer, brauchen wir von allem alles. Ja, darf man natürlich auch nicht vergessen, wie hier Stahl. Das findet man natürlich jetzt auch in rauen Mengen. Und ich habe vielleicht noch die ein oder anderen Sachen geupgradet. Mal schauen, wie es wird. Das nehmen wir jetzt nochmal so alles mit, warum wir es können. Ich komme nicht ohnehin, ne? Einfach weil wir das Stahl rauskriegen, kann ich das irgendwie einfach nicht so stehen lassen. Hat uns zwar ziemlich zugerichtet, aber wir ihn auch. Und finally haben wir überlebt, also see you in hell. Alter Schmell. So, wie war das nochmal? Die Axt habe ich mit dabei. Genau, die habe ich ja auch irgendwie geupgradet. Katana, die Schaufel. Okay. Wir wollen jetzt hier über, da wollen wir hin. Ah, das können wir gleich mal versuchen aufzumachen. Das heißt, wir können gleich mal versuchen, ihn hier wegzuschnetzeln, weil er wird uns sonst echt gewaltig nerven. So. Also Katana ist gut, ne? Katana lohnt sich. Es wird sich auch lohnen, das weiterhin zu upgraden. Einfach weil wir mehrere Gegner mit einmal damit treffen können. Und das ist dann das Ding, worum es geht. Worauf es drauf ankommt. So. Ja, machen wir gleich alles auf hier. Was soll der Guy jetzt? Wer benutzt schon Türen, wenn er durch Wände gehen kann? Ja, die Tür bringt auch nochmal Stahl letztendlich.
Gewürze. Wenn wir gerade nicht aufheben, aber das ist nicht so schlimm. So, zerlegen wir hier alles. So. Und ich habe rausgefunden, wie man diese Zeitschaltkisten hier öffnet. Und zwar hat man irgendwie 30 bis 50 Sekunden Zeit, die zu öffnen, nachdem man sich vom Lagerfeuer erhoben hat. Also jetzt sind die Kisten quasi offen. Deswegen tun wir jetzt kurz noch was verbessern. Ich wollte den Magnet nochmal verbessern. Hier. So, Handbandagen, Stein, Keramik. Ja, verbessern wir einfach mal. Forschen Titan. Stahl, Elektroteile, braucht nur 7 und 5. Ja, komm, wir verbessern das einfach mal. Das kann uns vielleicht doch nochmal irgendwann nützlich werden. Ausweichrolle, braucht man eine Mana-Schnitt dafür, die behalten wir aber. Die Machete könnten wir voll upgraden, nützen uns aber nichts, weil wir das Katana haben. Das brauchen wir auch nicht mehr. Schutzhelm ist so, pff, ja, ist halt da. Und die wichtigsten Sachen haben wir voll geupgradet. Die Axt ist voll, der Schraubenschlüssel ist voll. Die abgesägte Schrotflinte könnten wir verbessern. Das Katana können wir noch einmal verbessern. Stahlhelm eigentlich auch. Erfinden, herstellen. Was hat man hier noch offen? Motorradhelm können wir herstellen. Das Jagdgewehr. Was braucht man für das Jagdgewehr? Mana-Perlen und Bauholz. Das kriegt man ja hin. Was kann der Motorradhelm nochmal? Schnitt, Nahkampfschaden, Schaden abblocken. Ja, machen wir einfach, weil wir das können. Stahl ist jetzt auch nicht so, dass wir es irgendwie. Dass wir mal wenig davon hätten. Brauchen wir auch Titan für. Gut, das kriegen wir auch irgendwie zusammen. Die Uniform kriegt man auch irgendwie zusammen. Hat auch noch Titan. Und wenn ich jetzt aufstehe, muss ich quasi direkt loslaufen auf kürzesten Weg zu der Kiste. Und dann können wir die aufmachen. Bam. Und dann kriegen wir halt nochmal Special Loot raus. Es war noch eine Sekunde Zeit. Eine Sekunde war noch Zeit, bevor die Kiste wieder zugegangen wäre. So, jetzt gehen wir halt mal kurz nach Hause. Und nehmen hier nochmal einen Haufen Kram mit. Wollen wir zum Beispiel direkt die abgesägte Schrotflinte verbessern. Anzahl der Anwendungen, ja, damit, ja, gut. Kann man machen, muss man nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Bauholz. So viel steht fest. So, benutzen. Das wäre alles. Aber so viel kann man nicht machen, weil wir nicht genug Brennstoff haben. Wir können nur noch herstellen. 50, also 9 Stück. Ah, machen wir. So, das wäre auch das Maximum. Machen wir auch noch mal. Und da können wir Holzbretter verhobeln, aber nee. Ja. Einfach, dass die Produktion läuft, das ist das Wichtige. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Da oben wollen wir rein. Die Tür ist blockiert, dann können wir so schnell einreisen. Alter!
Die kleine Sau. Ah, da stand ein Kühlschrank davor. Hm, clever, clever. So, mit der Axt geht's natürlich auch. Kochen brauchen wir gerade nicht. Will nur den Kühlschrank durchsuchen. Zwiebeln. Ja, okay. Stoff ist nicht verkehrt. Der andere Stoff ist auch gut. Suchen wir die Waschmaschine und diese sagt uns auch wieder der hochqualitativere Stoff. So, bevor sie reagieren könnte, direkt mit dem Katana Katanit. So, also die Viecher sind langsam halt auch echt lächerlich, ne? Ist schon geil. Eigentlich will ich kochen. Ja, sei stille. Okay. Ah, hier können wir noch Sachen durchsuchen. Tomaten. Bretter sind okay. Snakes into our garden. Do not disclose the location of our beloved island to any outsider. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Darf nicht mal die Position der Insel zu Außenseitern weitergeben? Zu Außenseitern? Warte mal. Sind wir die ganze Zeit Gefangene dieser Insel? Da liegt ja noch Zeug rum. Was ich nicht mitgenommen habe. So. Wir wollen in den Pionierpark. Das Radio haben wir uns noch nicht angehört. Das auch noch nicht. Ja, gehen wir mal in den Pionierpark. Pionierpark! Rar! Oh, da stehen noch mehr Geschütze, okay. Gut. Machen wir es uns doch ganz einfach hier. Wobei ich auch nicht weiß, ob uns die Geschütze vielleicht noch vor anderen Viechern helfen können. Vielleicht lasse ich die einfach mal stehen. Oh, hier ist ein Lagerfeuer. Unsere Fliegen haben die Bomben an die falsche Stelle abgeworfen und einen großen Teil unserer Verteidigungslinie zerstört. Wir müssen uns ins Rathaus zurückziehen. Neue Erfindung, Ziegelmauer. Ah, nice. Wenn ihr meine Frau findet, sagt ihr bitte, dass sie mir alles, dass es mir alles sehr leid tut. Ah.
Gut, da hocken wir uns mal kurz ins Feuer. Level up. Oh, Tierfreund, Turmspezialist, Ranger. Chance auf Wiederbenutzen von Armbrustbolzen plus 5%. Nahkampfschaden gegen Thomas plus 10%. Geschützturm Munitionskapazität plus 20. Geschützturm Nachladegeschwindigkeit 50%. Gesamte Wirkung, wenn es auf. Geschützturm Nachladegeschwindigkeit 150. Ey, würde ich gerne nehmen, aber wir brauchen eigentlich immer noch mehr Schaden. Wir brauchen immer noch mehr Schaden. So, Ziegelmauer braucht nur Steine und Ziegel. Davon haben wir ja mehr als genug aktuell. Raketenturm. 3 CPUs, ja. Und 8 Titanen. Möchte ich aber jetzt noch nicht herstellen. Noch nicht. Brauchen wir nochmal Mana-Perlen für. Langstreckenheimatportal brauchen wir Mana-Klumpen für. Und eigentlich soll es ja nur eine Blaupause für ein Dings geben. Schaden abblocken, Distanzschaden, extra Anwendungen, Wurfwaffen plus 2. Ja, die sterben später her. Bauholz. Brauchen mehr Bauholz. Brauchen wieder unheimlich viele Blätter. Kriegen wir von Bäume fällen auch Blätter? Ja, nicht so viele, aber kriegen wir welche. Irgendwas, wo man besonders viele Blätter rauskriegt? Oder sammelt man das halt einfach so halt mit, weil es da ist? So. Gehen wir mal Richtung Rathaus. Warum das ist? Wahrscheinlich hier dahinter. Höchstwahrscheinlich hier dahinter. Was auch immer mit ihm los war, ich fand's gut. So. Sehr schön. Oh, einen Schlüssel dafür. Okay. Ich finde es gut, dass wir gleich das Dings angemacht haben, dass die halt liegen bleiben. Also müssen wir uns hier immer wieder aufs Neue durchschnitzeln. Das wäre einfach mega anstrengend geworden auf Dauer.